Von mir aus müssen die gar nicht wieder anfangen dann. Kolleginnen und Kollegen, aus der Perspektive unserer Kommune als Mitglied der Kasseler Linken in der Stadtverordnetenversammlung teile ich die Befürchtungen meiner Vorrednerinnen und Vorredner. Die völlig intransparenten Verhandlungen der EU-Kommission, die als Freihandelsabkommen bezeichnete Knebelverträge TTIP, TISA und CETA, stellen einen Generalangriff auf erkämpfte demokratische Grundrechte, Arbeitnehmerrechte, soziale Standards und Umweltschutzrichtlinien dar. Die Verschärfung der Finanzlage von Städten und Kommunen ist politisch gewollt. Den Kommunen werden notwendige Einnahmen zur Sicherung und zum Ausbau der kommunalen Daseinsvorsorge vorenthalten. Sparhaushalte und Schuldenbremse nehmen uns die Luft zum Atmen. So entstehen Versorgungslücken, die nur allzu gern von privaten Investoren hinein genutzt werden. Die sogenannten Freihandelsabkommen sind das Mittel zur Überführung der öffentlichen Daseinsvorsorge unter die Kontrolle von Privatunternehmen. Da wäre zum Beispiel die Verpflichtung der weltweiten Ausschreibung von öffentlichen Aufträgen. So wird es faktisch unmöglich, bei öffentlichen Aufträgen Standards nach sozialen und ökologischen Kriterien vorzuschreiben. Tarifbindung bei kommunalen Bauaufträgen, die Gemeinnützigkeit von Vertragspartnern, lokale Herkunft von Anbietern oder ökologische Verträglichkeit, all dies ist bedroht, da durch die unterschiedlichen Standards ausländische Anbieter diskriminiert würden. Das können wir natürlich nicht akzeptieren. So erhält meist nur das billigste Angebot den Zuschlag. Was für eine Kommune das Beste ist, liegt dann nicht mehr in der Macht der gewählten demokratischen Gremien, sondern wird im Zweifelsfall von einem internationalen Schiedsgericht entschieden. Da durch die wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren immer mehr auch finanzstarke Konzerne zum Zuge kommen, wirken sie außerdem als ein effektiver Hebel zur schleichenden Privatisierung der Daseinsfürsorge. Durch TISA soll eine einmal vorgenommene Privatisierung öffentlicher Dienste zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zurückgenommen werden können. Ihr kennt das, das ist die sogenannte Ratchet-Klausel. Wir hatten das gerade schon. Einmal weg, immer weg. Wir sagen nein. Dem privaten Gewinnstreben von Konzernen darf kein Vorrang gegenüber den Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegeben werden. In vielen deutschen Städten fehlen bezahlbare Wohnungen, so auch in Kassel. Global agierende Finanzinvestoren halten einen beträchtlichen Anteil des Wohnungsmarktes. Vielfach stammt deren Besitz bereits jetzt aus privatisierten Beständen des sozialen Wohnungsbaus. Das Geschäftsmodell dieser Firmen ist auf die kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet. Dazu werden bevorzugt Wohnungen luxussaniert. Dies alles auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter. Wir wollen keine Luxussanierung und Gentrification, wir wollen bezahlbaren Wohnraum für alle. Kommunen. Im Krankenhaussektor existiert mit privaten und nicht privaten Kliniken in kommunaler Trägerschaft ein Parallelwesen, eine Parallelstruktur. Da die Kommunen ihre Häuser finanziell unterstützen, könnte sich Klinikkonzerne durch TTIP ermuntert fühlen, deshalb vor Gericht zu ziehen. Wollen wir die Gesundheit Nordhessen Holding zukünftig unter dem Dach privater Klinikkonzerne sehen? Rendite erwirtschaften diese vor allem durch Lohndrückerei und steigenden Arbeitsdruck bei ihren Beschäftigten. 4.800 Beschäftigte in Kassel und über 270.000 Patientinnen und Patienten hätten darunter zu leiden. Auf Initiative der Kasseler Linken hat sich die Stadtverordnetenversammlung im Juli diesen Jahres in einer gemeinsamen Resolution verschiedener Fraktionen für den Schutz und Fortbestand der kommunalen Daseinsvorsorge und der kommunalen Kultur- und Bildungspolitik bei der Verhandlung um TTIP und CETA ausgesprochen. Damit stehen wir hier in Kassel nicht allein. Viele Kommunen haben bisher ähnlich lautende Beschlüsse gefasst und wir werden immer mehr. Dies ist jedoch nicht ausreichend, um die Bundesregierung und damit die EU-Kommission zum Einlenken zu bringen. Nur durch öffentlichen Protest, so wie wir ihn heute hier zum Ausdruck bringen, ich freue mich, dass so viele Kasselänerinnen, Kasseläner, Kasselanerinnen und Kasselaner und Kasslerinnen und Kassler hierher gekommen sind heute, um das deutlich zu machen. Nur wenn wir protestieren wie das heute,
der Fall ist, lässt sich der nötige Druck aufbauen. Das ist hoffentlich erst der Anfang. Wir sind angetreten, um denen da oben das Folgende klarzumachen. Wir sind nicht bereit, für die Profite von Konzernen eine lebenswerte Kommune aufzugeben. Wir sind nicht bereit, für die Profite von Konzernen unsere Gesundheit zu riskieren. Wir sind nicht bereit, für die Profite von Konzernen Sozialabbau zu akzeptieren. Wir sind nicht bereit, für die Profite von Konzernen demokratische Rechte zu opfern. In diesem Sinne, Gemeinwohl statt Konzerninteressen, stoppt die Freihandelsabkommen. Dankeschön.